gebrochen werden und die Bereitschaft dazu muss vorhanden sein. Zweitens, wir erwarten, dass alle Einrichtungen, die Daten verfügbar machen wollen, die also mit einem Zuschlag erhalten, Zentren, das heißt jetzt bei uns Datenintegrationszentren, aufbauen. So sollen sie die notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen dann für einen möglichen Datenaustausch schaffen. Das heißt, die einzelnen Datenintegrationszentren sollen vernetzt werden und diese Datenintegrationsstellen sind dann eigentlich auch der Schnitt oder die Schnittstellen für den Datenaustausch. Und dazu gehört natürlich auch Qualitätsmanagement und dazu gehört auch ein Stück weit Gewährleistung von Datenschutz oder auch Nutzerbetreuung und anderes. Das Dritte, wir erwarten, dass IT-Lösungen für ganz konkrete Anwendungen entwickelt und eingesetzt werden, sodass man anhand dieser Anwendung auch demonstrieren kann, dadurch, dass wir das jetzt machen, dass wir das jetzt schaffen, entsteht ein echter Mehrwert und das muss für Patienten und für Ärzte attraktiv sein. Also wir machen ja alles möglich, wir vernetzen ja, wir haben diese Zentren, wir untersuchen, aber hier soll es wirklich auch praktisch einen Nutzen, einen Mehrwert sozusagen demonstrieren. Und dieser Mehrwert soll ein halbes Jahr vor dem Förderende bei einem extern durchgeführten Audit nachweisbar sein. Ein solches Anwendungsbeispiel, dass man einen Mehrwert hat, könnten zum Beispiel sein, nur als Spinne, also kann auch ganz was anderes sein, der Bereich der seltenen Erkrankungen. Bei den seltenen Erkrankungen hat man ja im Zweifelsfall sehr wenige Fälle vor Ort. Die sind auch heute schon zum Teil vernetzt. Aber wenn man das über IT-Lösungen hat, dann hat man unter Umständen einen enormen Zugewinn, weil dann sofort Fälle mit ähnlicher Symptomatik schnell herausgefunden werden können, dass Diagnosen oder neuere Entwicklungen sofort registriert werden können, viel eher als wenn man an verschiedenen Stellen dieses behandelt und sich dort austauscht. Und viertens möchten wir natürlich nicht nur, dass jetzt die Professoren sich engagieren, sondern wir möchten auch eine Verantwortung der Konsortien für die Stärkung der Forschung und für die Ausbildung von Medizininformatikern, dann diese Idee weiterleben. Und deshalb bieten wir jeder beteiligten Hochschule an, wenn sie eine neue Professur für den Bereich Medizininformatik einrichtet, dann zahlen wir 2 Nachwuchsforschergruppen. Und das ist ganz schön. 2 Nachwuchsforschergruppen, das ist, da muss man bei der DFG schon ein Weilchen entsprechend werben und das Geld dafür einwerben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, was ich gesagt habe. Der Sachverhalt ist aber kompliziert, weil es nicht darum geht, dass eine einzelne Uniklinik was Schönes vorführt, sondern weil es darum geht, dass Lösungen entwickelt werden, die auch dann wirklich übertragbar sind und dass wir zum Schluss wollen, dass dieser Austausch zwischen den Daten der Versorgungseinrichtungen und der Forschungseinrichtungen deutschlandweit stattfinden kann. Und diesen komplizierten Prozess kann man nicht mit einer einzelnen Insellösung beginnen und dann überlegen, sondern da muss schon von Anfang an mitgedacht werden, was ist das Endziel, also nicht nur eine Lösung für einen speziellen kleinen Bereich. Und deswegen ist von Anfang an Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung bei den Daten unbedingt notwendig. Und die Passfähigkeit dieser Daten im In- und Ausland muss gesichert werden. Und wir hatten vor kurzem in Berlin den G7-Wissenschaftsminister Gipfeltreffen, also nur Wissenschaftsminister, und war da dieses Thema Standardisierung im internationalen Bereich, um einfach die Datenmengen nutzbar zu machen, die jetzt unter Umständen große Kapazitäten binden und nicht genutzt werden. Und deswegen ist dieses Thema Passfähigkeit vorhandener Datensammlungen, IT-Lösungen, auch im Austausch international sehr wichtig. Die Konsortien haben jetzt 9 Monate Zeit, belastbare Konzepte zu entwickeln und die überzeugendsten Konzepte, weil es eben ein großer Prozess ist. Ne? Man muss sich verständigen, wer macht mit wem, wie wollen wir miteinander arbeiten. Also 9 Monate Zeit, ein ordentliches Konzept vorzulegen. Das wird dann von einem internationalen Gutachtergremium, wie gesagt, es gibt Länder, die sind weiter, die sehen, was muss man in Deutschland nicht neu erfinden, weil es es halt in Dänemark schon gibt. Darum wollen wir internationale Gutachter haben, die wirklich sehen, wo ist ein neuer Aspekt, den es an anderer Stelle so nicht gibt. Und die überzeugendsten Konzepte werden dann ausgewählt und haben 4 Jahre Zeit für den Aufbau und für die Vernetzung untereinander. Und dann in der nächsten Förderphase nach den 4 Jahren soll es in die Breite gehen.
da werden wir auch uns finanziell engagieren. Aber dann, wenn es in die Breite geht, sind natürlich auch andere Partner. Und wenn es die Kassen und Versicherer oder sind, mit notwendig, damit wir das wirklich deutschlandweit schaffen können. Das heißt, bereits von Anfang an, in der ersten Konzeptphase, sollte man sich überlegen, wie wäre es denn denkbar, dieses sozusagen weiterzuentwickeln, Fortführungskonzepte anzudenken. Und wenn ich anfangs sagte, dass wir nicht die Besten sind, wenn es um IT und Austausch und Zusammenführung geht von Krankenhausdaten mit Forschungsdaten, dann haben wir aber in Spezialgebieten, jetzt nicht auf den Krankenhausbereich bezogen, aber zum Beispiel Big Data Analyse für Gesundheitsdaten. Wir haben zwei nationale Big Data Zentren eingerichtet, eins in Dresden, Herr Albrechtnik, eins in Berlin. Wir haben drei Kompetenzzentren nur für das Thema, das heißt nur IT-Sicherheit. Die haben die ersten 4 Jahre erfolgreich realisiert, sodass wir jetzt die Fördersummen verdreifacht haben und für weitere Jahre richtig viel Geld geben in 3 Zentren. Und natürlich ist das, was dort untersucht wird, eine Möglichkeit, das mitzunutzen. Das heißt, wir fangen, wenn es um IT-Sicherheit geht, um Big Data geht, auch in Deutschland mit diesen Zentren nicht bei Null an, sondern haben dort einen Standard, sind immer auch im europäischen Vergleich, gerade was das Thema IT-Sicherheit anbetrifft, ausgezeichnet worden, also ganz hoch gerankt. Wir wollen in dieser ersten Phase 100 Millionen nehmen und wollen das erstmal ausgeben und dann schauen, wie entwickelt es sich, wie viel Geld wird in den nächsten Phasen benötigt und wollen auch einen starken Impuls setzen in ein digital vernetztes Gesundheitssystem und möchten, dass zum Schluss viele davon profitieren. Ich glaube, dass das Thema Digitalisierung bei uns ein wichtiges, ein zentrales Thema ist und wir haben die sogenannte Hightech-Strategie. Achso, ich bin da zu sehen, darum gucke ich immer, warum alle das hasse ich. Klar, man denkt immer, warum gucken die dann nach oben? Ich habe das immer mitgekriegt, dass man da zu sehen ist. Das ist absolut irritierend, wenn man vorn steht. Keiner guckt einen an, sondern alle irgendwo so. Aber jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit und deswegen kann ich an der Stelle sagen, dass wir die Hightech-Strategie, die stand da vorn. Hightech-Strategie, nochmal ein Satz dazu, seit 2005/2006 entwickelt. Das ist sozusagen die Innovationsstrategie der Bundesregierung. Besonderheit ist, wird nicht jedes Jahr was Neues gemacht, einmal Nano, einmal das, sondern es gibt 6 große Themenbereiche und da wird kontinuierlich Geld ausgegeben. Und das ist ein Bereich davon, ist Gesundheit. Und im Rahmen dieser Hightech-Strategie haben wir ein Fachforum jetzt gegründet, Digitalisierung und Gesundheit. Da sind die großen Firmen, die in dem Bereich produzieren, zum Beispiel mit dabei. Da werden also Ideen entwickelt, dann auch unter Einbeziehung der Experten hier. Was sollte man, was kann man in Deutschland machen, was können wir gemeinsam mit der Wirtschaft schnell auf die Beine bringen. Ich hoffe, dass Ihnen unser Förderkonzept gefällt. Und dass wir dann auch zu einem geeigneten Zeitpunkt berichten können, was für gute Ideen und mit welcher Chance in Deutschland, was immer das Interesse sein muss, die Patienten noch besser zu versorgen, als das heute möglich ist. Dankeschön.